Verlassen wir das Gebäude, die Bänke sind alle besetzt. Ja, ja, aber das Mädchen aus der Zeitung, aus der Scheune, die da überfallen wurde. Die Hauptverhandlung, die läuft schon, die Ermittlungen sind abgeschlossen. Und ich glaube nicht, dass sie im Gericht der Sache weiterhelfen können oder auch wollen. Außerdem ist das kein Bahnhof hier, sondern das Landgericht. Verlassen Sie das Gebäude, ich begleite Sie hinaus. Komm, raus. Idiot. Ich wiederhole mich nur ungern. Ja, Sie sprechen hier mit niemandem. Sagen Sie, was war hier gerade los? Irgend so ein Penner wollte schon einen Vorwand hier reinschleichen, ne? Aber... Ja, was heißt denn hier Penner? Was wollte der Mann? Keine Ahnung. Der hat irgendwas von einem Mädchen in der Scheune geschwafelt, wovon er was erzählen könnte. Der hat nur über den Dors getrunken. Der wollte sich aufwärmen, mit Sicherheit. Aha, aufwärmen. Wissen Sie, was ich glaube? Dass Ihr Verhalten hier eben gerade dem Mann gegenüber für Sie dienstliche Konsequenzen haben wird. Wie ist denn Ihr Name? Mark Hübner. Mark Hübner. Ihr Glück, wenn ich den Mann noch erwische. Verdammt, Scheiße. Ich will jetzt nochmal zum Gericht gehen. Die können mich doch alle mal. Das mache ich nie mehr. Halt mich alle hier für bescheuert. Entschuldigen Sie, geht nicht. Kleinen Moment, warten Sie doch mal kurz. Oh. Mein Name ist Löwe, ich bin von der Kriminalpolizei. Ich habe Ihr Gespräch gerade mitgehört. Der Wachtmeister und Sie oben im Gerichtsflur. Gespräch kann man das doch nicht nennen. Diese Typen da mit ihren bekloppten Vorurteilen. Nur weil ich ein bisschen anders aussehe, nicht so spießig lebe wie der, da meint er, ich bin minder bemittelt, oder wie? Vergessen Sie mal den Wachtmeister, der hat das nicht so gemeint. Ich habe Zeit für Sie. Möchten Sie mir Ihre Geschichte erzählen? Ja gut, hab's eigentlich nicht so mit Bullen, aber scheint ja noch ganz okay zu sein. Gut, dann setzen wir uns darüber. Ich bin mit der Strafsache selten vertraut. So, und jetzt erzählen Sie mal ganz in Ruhe. Ja, die Scheune da, wo das Mädel überfallen worden ist, das ist mein Winterquartier gewesen. Da habe ich eine fiese Sache gesehen. Bin da zwischenzeitlich weg. Kann ich Ihnen jetzt nicht so genau erklären. Das müssen Sie sich angucken. Ja, ich kann hier nicht einfach weg. Dann müsste ich kurz mit dem Staatsanwalt telefonieren, dass ich mir den Tatort noch mal anschaue. Noch Fragen an den Zeugenpost derzeit? Bleibt unvereidigt. Aber ich möchte Sie bitten, hinten Platz zu nehmen. Sie sind noch nicht entlassen als Zeuge. Frau Vorsitzende, Entschuldigung, ich sehe es, das ist der Kommissar Löwe. Der hat die Ermittlungen betraut in diesem Fall. Er wird mich anrufen, wenn es nicht wichtig wäre. Hoffen wir. Christoph, grüß dich, Römer. Ja, pass auf, du weißt, dass ich in der Verhandlung bin. Okay. Gut. Okay, alles klar. Dann mach das bitte. Und wenn du was Neues weißt, du hältst mich auf dem Laufenden, so schnell wie es geht. Danke. Frau Vorsitzende, es gibt anscheinend einen neuen Zeugen. Den hat der Kommissar Löwe aufgetan. Der hat jetzt Folgendes gemacht. Der ist mit dem unterwegs zum Tatort, um die Aussage zu überprüfen auf Stichhaltigkeit, ob das so sein kann, was der Zeuge davon sich gibt. Und er kommt dann hier direkt herher. Und ich denke, das sollten wir in die Beweisaufnahme wohl einbeziehen. Er wird uns auf jeden Fall auf dem Laufenden halten. Können wir ja so lange noch aussetzen bis zur Entscheidung. Wir haben ja noch ein bisschen Zeit. Und als Nächstes hören wir dann, wie vorgesehen, Annabelle Reinhardt, eine Freundin der Nebenklägerin. Frau Reinhardt, bitte. Frau Reinhardt, bitte nehmen Sie Platz. Ja. Was man bei Gericht die Wahrheit sagen muss, hat sich bestimmt überall rumgesprochen, muss ich aber trotzdem jeder Zeugin extra sagen, so steht es im Gesetz, Frau Reinhardt. Und wenn man das nicht tut, macht man sich strafbar. Frau Reinhardt, Ihr Vorname ist Annabelle, Sie sind 26, wohnen in Köln und sind Medienkauffrau. Recht. Vom Beruf. Mit dem Angeklagten vom Amt oder verschwägert sind Sie? Nein. Frau Reinhardt, der Angeklagte sagt ja weiterhin, er habe Ihre Freundin nicht verletzt. So, Ihre Freundin Laila sagt genau das Gegenteil. Und Sie haben jetzt Dritten gegenüber, genauer gesagt meiner Geschäftsstellenbeamten Frau Herrscher, geäußert, dass zumindest der Angeklagte die Tat nicht begangen habe. Wie soll ich das jetzt verstehen? Ja, Frau Richterin, Laila und ich, wir sind beste Freundinnen und wir kennen uns, da waren wir etwa so alt. Und also ich kann mir nicht vorstellen, dass er der Täter ist und es ist einfach so ein Gefühl von mir und vielleicht klingt es für Sie absurd, aber weil ich kenne ihn eigentlich auch gar nicht und kann mir auch kein richtiges Bild machen. Aber was macht Sie dann ausgerechnet? Ja, nahezu so sicher, dass Sie sich hier melden, dass er unschuldig sein soll? Ja, wie gesagt, ich habe einfach so ein inneres Gefühl. Ich meine, Sie wollen Beweise, die habe ich natürlich nicht. Und das ist mir auch klar, aber es klingt für Sie vielleicht nicht viel besser. Es tut mir leid, Laila, aber ich glaube, du lügst. Sag mal, Annabelle, geht's noch? Ich meine, wie kannst du mir vorwerfen, dass ich lüge? Wer, glauben Sie, Frau Reinhardt, hat Ihrer Freundin das dann angetan?
Ja, Stefan. In meinen Augen ist es Stefan. Ich lach mich tot. Willst du mir wieder alle Leute auf mich hetzen oder was? Ist ja wohl ein Witz. Kehr lieber mal vor deiner eigenen Türe, ja? Da ist genug Dreck vorhanden. Frau Reinhardt, dann mal bitte ganz klaren Text. Wieso glauben Sie, dass der Stefan Post seiner eigenen Schwester das angetan hat? Ja, für mich würde das alles zusammenpassen, ja? Ich glaube, dass er einfach seine Schwester daran erinnern wollte, wie, zu wem sie zu halten hat, ja? Die Wunde, die Verletzung, das Todesdatum, ja? Das ist prägend und es passt einfach zu ihm. Er war immer schon sehr theatralisch und ich glaube, das hat er von seinem Vater geerbt. Jetzt hat doch endlich mal die Backe, verdammt nochmal! Frau Reinhardt, Sie kennen die Familie Post ja ganz gut, nicht nur die Nebenklägerin, nicht? Ja, das stimmt. Also ich kenne die Familie sehr gut und Frau Post hat ja zum zweiten Mal geheiratet und dann, also den Herrn Schuster und dann kam Zoe zur Welt kurz danach und ich muss sagen, Zoe war ein absolutes Wunschkind der Eltern und sie war einfach absolut positiv und die Familie wirkte wie eine Vorzeigefamilie, zumindest nach außen und ja, dann hat sich halt alles schlagartig geändert mit dem Tod von Zoe. Wie hat sich das geändert? Wie hat die Familie reagiert? Ja, wissen Sie, Leila wurde dafür verantwortlich gemacht und man hat ihr das nie verziehen, all die Vorwürfe und... Weshalb? Weshalb sie verantwortlich dafür gemacht? Ja, es war so, an jenem Tag sollte Leila für ihren Vater zur Bank gehen. Er musste dringend eine Überweisung abgeben und ja, sie hatte gerade einen neuen Freund und wollte sich mit ihm verabreden und... Da hat sie halt ihre Schwester Zoe gefragt, ob sie nicht gehen könnte, die das dann auch gemacht hat. Und ihr Vater, ihr Stiefvater hat ihr das nie verziehen, warum sie Zoe geschickt hat und all dieses Schreckliche passiert ist. Und deswegen willst du das rückgängig machen und es tut dir leid. Und du hast ein schlechtes Gewissen und deswegen beschuldigst Abel, du ihn heute du warst der Tat. An den Abend nicht in der Scheune. Es war Felix. Entschuldigung, aber es kann ja wohl nicht sein, dass diese Person hier andauernd mich und meine Familie oder auf mir und meiner Familie rumhackt, ja? Außerdem war ich an diesem Abend nicht der Einzige, der nicht ganz begeistert war über die Beziehung von meiner Schwester mit dem Angeklagten. Weil er hat nämlich noch an dem Abend seiner Frau das erzählt, ich habe das mitbekommen. So war es nämlich. Entschuldigung, wem hat er es erzählt, Herr Post? Seiner Freundin, die... Was für einer Freundin? Die Verena oder so, wie sie heißt. Keine Ahnung, jedenfalls die Frau, die mit ihm da war, die ist ihm dann hinterhergelaufen und hat rumgekreischt und hat gesagt, erklär mir das jetzt endlich mal hier. So war es nämlich. Die Verena ist nicht meine Freundin, sie ist eine Freundin. Das ist nicht mein Problem. Wie Verena Stein, von der gerade andeutungsweise die Rede ist, habe ich als nächste Zeugin vorgesehen. Noch Fragen an die Zeugin Reinhardt im Moment. Bleibt unvereidigt, Frau Reinhardt, Sie nehmen an der Seite Platz. Verena Stein, bitte. Frau Stein. Frau Stein, dass man als Zeugin die Wahrheit sagen muss, wissen Sie? Man kann aber schweigen, wenn man sich selber bei wahrheitsgemäßer Aussage einer Straftat bezichtigen müsste. 55. Frau Stein, Verena ist Ihr Vorname, Sie sind 29, wohnen in Hamburg, Bauzeichnerin von Beruf und ja. Mit dem Angeklagten wieder verwandt von Frau Schwägern. Ja. Aber Sie sind jedenfalls eine langjährige Freundin des Angeklagten und wir sollen ihn am 10. Dezember gegen 21 Uhr, also 2 Stunden, nachdem diese Schnittverletzungen gewesen sind, gesehen haben. Welchen Eindruck hat er auf Sie gemacht? Ja, also ich muss sagen, ich würde lügen, wenn ich sagen würde, dass er so wie immer gewesen war. Aber das lag daran, weil wir uns am Abend zuvor in die Haare bekommen haben. Und dieser Streit hat einfach zwischen uns gestanden. Felix wäre zu so etwas niemals fähig. Ich meine, ich kenne ihn schon so lange, schon seit 10 Jahren sind wir sehr gut befreundet. Und ich meine, die Sache von damals, der Überfall und... Naja, dieser Tod der jungen Frau und auch seine Haftzeit haben ihn sehr geprägt. Ich meine, er ist doch auch gerade eben erst aus dem Gefängnis entlassen worden. Er wird doch das nie so leichtfertig aufs Spiel setzen. Erst recht nicht wegen Elisa. Ich meine, sie bedeutet ihm alles. Und die Elisa ist während der Haftzeit bei Ihnen aufgewachsen? Ja, ich bin ihre Patentante. Und ja, schon wie Esther, also meine Freundin und seine Frau, so schlimm krank geworden ist und dann schließlich gestorben ist, war sie dann bei mir. Sie hatte ja niemand anders, weil Felix ja dann eben schon im Gefängnis saß. Ja, aber ich meine, diese ganze Tat damals, das hat er aus purer Verzweiflung getan. Ich meine, die beiden, sie haben alle möglichen Therapieformen ausprobiert. Und ich meine, das hat alles sehr viel Geld gekostet. Die Krankenkasse hat irgendwann nichts mehr gezahlt, sie waren hochverschuldet und er hat einfach keinen anderen Ausweg mehr gesehen. Frau Stein, Sie haben eben gesagt, es hätte einen Streit gegeben zwischen Ihnen beiden am Vorabend oder das hätte zwischen Ihnen gestanden. Worum ging es denn da? Ich wäre auch auf der Weihnachtsfeier gewesen und habe da mitbekommen, dass Felix und Leila irgendwas am Laufen haben. Ich war einfach enttäuscht und sauer. Enttäuscht? Ich meine, er hatte ein Geheimnis. Eifersüchtig warst du. Du musst ja gerade was für dich haben. Du bist doch hier die immer lügt.
Felix tut mir wirklich leid, dass er sich mit einer wie dir eingelassen hat. Hör mal zu, Mädchen, jetzt werde ich dir mal was sagen. Was glaubst du denn, warum Felix dir nichts von uns erzählt hat? Der wollte sich gar nicht bei sich haben. Er hätte dich am liebsten gar nicht mitgenommen nach Hamburg. Er hat mir erzählt, dass er dich nur mitgenommen hat, weil seine Tochter Elisa so an dir hängt, weil du immer für sie da gewesen bist. Du warst ihre Bezugsperson, nur darum, nicht wegen dir. Felix, los, sag was. Felix, wie soll ich denn dein Schweigen jetzt deuten? Aber Rena, ich hätte das jetzt vielleicht ein bisschen anders formuliert, aber... Mensch, Verena, wir wissen doch beide, wie es ist. Was weiß ich? Nichts weiß ich. Klemm mich doch auf. Ich habe dich also bedrängt, ja? Dann pass mal auf. Ich war doch in dieser ganzen Zeit immer für dich da gewesen. Wie ist er gestorben ist, habe ich die ganze Beerdigung organisiert und war für Elisa da gewesen. Ich habe meinen Job aufgegeben. Ich habe mir Geld von meiner Familie geliehen, weil ich ja gar nicht wusste, wie ich das alles finanzieren sollte. Ich meine, mein Gott, Elisa war damals gerade ein paar Wochen alt gewesen. Ich bin über Nacht alleinerziehende Mutter geworden. Und du hast doch immer gesagt, wie schön das dann wäre, wenn du wieder aus der Haft entlassen wirst und wir sind eine Familie. Das waren doch deine Worte, oder nicht? Du hast recht, ja. Du hast recht. Ich war einsam und ich habe mich an euch beide geklammert, ja. Aber Verena, sonst ist da nichts. Ehrlich, Verena, du weißt, wie sehr ich dich schätze, ja. Und wie dankbar ich dir in allen ewigen Zeiten sein werde für das, was du für Elisa und für mich getan hast, ja. Aber... Du bist wie eine Mutter für sie. Das ist wunderbar. Aber ich kann doch meine Gefühle für dich nicht erzwingen. Frau Stein, Sie wollten Ihren Traum leben. Und als Sie mitbekommen haben, dass zwischen den beiden viel mehr ist als dieses kollegiale Verhältnis, da sind Sie schier ausgerastet. Sie sagen es doch gerade selbst. Sie haben jahrelang auf gut Deutsch an ihm rumgebaggert. Sie haben alles persönlich aufgegeben dafür, dass Sie beiden zusammenkommen. Was macht er? Verliebt sich in die. Haben Sie sich verletzt? Haben Sie sich dafür rächen wollen? Sie spinnen doch. Ich war an diesem Tag die ganze Zeit bei meiner Mutter gewesen. Und sie ist im Gegensatz zu dir froh, dass wir nach Hamburg gezogen sind. Wir können das nachprüfen. Wollen Sie das? Ja, dass Sie bei der Mutter waren und keine Chance hatten, zu ihr zu gehen? Zwischendurch mal kurz. Frau Tasic, können Sie mir irgendeinen Grund nennen, warum dann die Nebenklägerin mit ihrer Aussage die Zeugin schützen soll? Besonders freundschaftlich ist das Verhältnis zwischen den beiden ja wohl in keinster Weise. Möglicherweise liefert ja der Zeuge von diesem Herrn Löwe noch eine Erklärung dafür. Ich weiß ehrlich gesagt auch nicht, warum er sich nicht meldet bis jetzt. Als das passiert ist, da habe ich ja auch geschlafen. Hab vielleicht ein bisschen viel getrunken. Mal scheißkalter Tag da. Warum höre ich Stimmen? Da ein Mädel weint, schreit. Irgendwie kann sich überhaupt nicht mehr beruhigen. Ich denke, was passiert da? Üble Sache. Ich packe meine Sachen und versuche da durch den Nebeneingang da zu verschwinden. Okay, aber warum haben Sie sich nicht viel früher bei der Polizei gemeldet? Ja, ich wollte meinen Schlafplatz nicht verlieren. Ich will nicht ins Obdachlosenheim. Da werden sie beklaut, alles hier. Ich will hier meine Freiheit behalten. Hm, gut. Aber kommen Sie mal mit. Ich muss Ihnen das zeigen, worum es mir geht. Da habe ich den Schrecken gekriegt. Da dachte ich mir, fiese Sache. Da muss ich zum Gericht. Ja. Da. Schauen Sie. Was haben wir denn hier? Einen Handabdruck. Tja, der Größe nach zu urteilen, würde ich sagen, der gehört zu einer Frau. Aber irgendwie gefällt mir das alles nicht. Denn der Aussage von Frau Post nach hat ja die Tat dort hinten, ganz am anderen Ende der Scheune, stattgefunden. Das passt alles nicht zusammen. Wissen Sie was, das ist gut, dass Sie sich bei uns gemeldet haben. Haben Sie denn Zeit, mit mir noch mal mit zum Gericht zu kommen? Ja, das können wir machen. Ja, doch. Gut, denn ich muss unbedingt die Staatsanwaltschaft und auch das Schöffengericht über die neuen Spuren informieren. So wie es aussieht, haben wir uns die ganze Zeit auf den falschen Täter konzentriert. Haben Sie denn Zeit, mit mir noch mal mit zum Gericht zu kommen? Ja, das können wir machen. Ja, doch. Gut, denn ich muss unbedingt die Staatsanwaltschaft und auch das Schöffengericht über die neuen Spuren informieren. So wie es aussieht, haben wir uns die ganze Zeit auf den falschen Täter konzentriert. Herr Löwe, ich werde Sie jetzt als Zeuge vernehmen und Sie wissen ja als Beamter, dass man die Wahrheit sagen muss und Sie auch strafbar macht. Herr Löwe, Christoph ist Ihr Vorname, Sie sind 32, Kriminalkommissar und über das Polizeipräsidium zu laden. Verwandt oder verschwägert mit dem Angeklagten sind Sie nicht. Eine Aussagegenehmigung des Dienstvorgesetzten habe ich. Herr Löwe, zunächst einmal möchte ich mich bei Ihnen bedanken und zwar im Namen des Gerichtes und mit Sicherheit aller Verfahrensbeteiligten hier, dass Sie dieses unmögliche Verhalten unseres Justizwachtmeisters Herrn Hübner gegenüber diesem Obdachlosen nicht hingenommen haben. Ich weiß, dass unsere Jungs momentan aktiv unter Stress stehen. Nur so kann man sich auch nicht verhalten. Es wird Konsequenzen haben. Aber jetzt zur Sache hier. Sie sind also diesem Mann zum Tatort gefahren. Und was hat sich da ergeben? Ja, also wie Sie bereits sagten, ich bin mit Herrn Prassmann, dem Obdachlosen, dann noch mal zum Tatort gefahren.
in die Scheune des Hotels Prinzenmühle. Er hat dort sein Winterquartier aufgeschlagen und war auch am Tag der Tat dort. Hat von der Tat selber allerdings nichts mitbekommen. Nach eigenen Angaben hat er geschlafen. Wurde dann aber durch ein Stimmengewirr aufmerksam, hat seine Sachen gepackt und ist dann geflüchtet, aus Angst, sein Winterquartier zu verlieren. Hat sich dann eine neue Unterkunft gesucht, ist dann aber vor ein paar Tagen zurückgekehrt in die Scheune der Prinzenmühle und hat eine interessante Entdeckung gemacht. Und zwar hat er neue Blutspuren entdeckt. Blutspuren, die wir bei unseren Ermittlungen leider übersehen haben. Ganz einfach deshalb, weil sie sich in einer ganz anderen Ecke der Scheune befinden. Circa 15 Meter vom Fundort von Frau Post entfernt. Und wo ist Herr Prassmann jetzt? Herr Prassmann befindet sich im Moment in der Gerichtscafeteria und ist auch bereit auszusagen, wenn Sie das wünschen. Allerdings habe ich seine Aussagen schon überprüft und der Mann ist absolut glaubwürdig. Wo war das jetzt? Ja. Da könnten Sie mir das mal zeigen. Oder? Nun ist es so, dass sich die bisherigen Erkenntnisse leider nicht decken mit dem, was Frau Post ausgesagt hat. Denn die neuen Blutspuren wurden circa hier gefunden. Ja, was gucken mich denn jetzt alle so vorwurfsvoll an? Mein Gott, dann hat er mich halt da angegriffen. Ich stand unter Schock. Ich weiß das doch nicht mehr so genau. Naja, Frau Post, also wenn ich mich richtig erinnere, dann haben Sie bei der Tatnachstellung noch ganz genau gewusst, wo die Tat stattgefunden hat. Und das weiß ich deshalb so genau, weil ich dabei war. Das Blut, das wir am Tatort heute gefunden haben, stammt eindeutig von Ihnen. Das ist nachgewiesen. Und der Handabdruck ist eindeutig ein Frauenhandabdruck, denn er ist erzählig. Also das ist doch jetzt endgültig der schlagende Beweis, dass er unschuldig ist. Sie verstrickt sich andauernd in Widersprüche. Sie weiß noch nicht mal, wo sie gestanden haben will. Vielleicht hätten Sie sich mit der Zeugin Stein besser absprechen müssen, wenn Sie ihn schon hier zu Unrecht belasten. Laila, ich bitte dich. Wenn es so war wie damals, sag es jetzt, ja? Du musst es sagen. Frau Reinhardt, damit meinen Sie was ganz Bestimmtes. Auf was spielen Sie an? Ja, wissen Sie, nach Zoes Tod, oh Gott, ich sehe das alles noch vor mir. Laila, bitte sei nicht böse, wenn ich das jetzt so sage, aber Laila hat sich damals selbst verletzt. Sie hat ihre Hände über eine brennende Kerze gehalten und sie hatte überall Brandblasen und sie wollte sich selber strafen. Es war so furchtbar. Ich kann das gar nicht beschreiben. Ich hatte solche Sorge um sie und sie war so schlecht zurecht und ich konnte ihr nicht helfen. Ich war völlig hilflos und ich hatte wirklich in der Zeit so eine Angst und ich habe gedacht, sie könnte sich umbringen und was antun. Und zum Glück ist es ja nicht so weit gekommen, aber... Frau Post, wollen Sie Ihre Aussage, bevor Sie noch etwas hinzufügen? Nein, ich bleib dabei. Felix hat mir das angetan. Warum glaubt mir denn keiner? Verdammt! Wir haben ja in der Pause von sämtlichen weiblichen Tatverdächtigen Handabdrücke genommen. Und ich habe ganz einfach zum Vergleich mal das Foto des Handabdrucks mitgebracht, das ich am Tatort angefertigt habe. Ja. Das ist die Fotografie. Ich habe eine Kopie davon gemacht, maßstabsgetreu zu den Händen, damit wir auch den Vergleich tatsächlich haben. Das ist die Kopie. Das ist der Handabdruck von Verena Stein. Ich werde die jetzt mal versuchen übereinzubringen. Sie sehen, der Handabdruck passt nicht. Ja. Dies hier ist der Handabdruck von Laila Post. Und wir sehen, der Handabdruck passt. Ja, ich glaube, jetzt muss ich mal was erklären. Als Stefan mich mit Felix gesehen hat und er halt ganz klar gesagt hat, wie die Situation war und ich ihm dann gesagt habe, dass ich Felix liebe, da ist mir das zum ersten Mal alles so real vorgekommen. Ich war vorher gar nicht richtig bei mir und dann habe ich gedacht, verdammt, ich meine, das kann doch nicht sein, du kannst dich doch nicht in den Mörder von deiner Schwester verlieben. Und ich hatte solche Schuldgefühle, mir tat das alles so leid. Und ich wollte doch nur, dass meine Familie nicht mehr sauer auf mich ist. Ich wollte doch, dass sie mir endlich verzeihen. Indem du behauptest, dass ich dich verletzt habe? Du hast viel zu kurz im Gefängnis gesessen. Du hättest niemals früher rauskommen dürfen. Für das, was du Zoe angetan hast, dafür musstest du bezahlen. Ich kann nichts dafür, dass ich mich in dich verliebt hatte letzten Endes. Und sie haben sich selbst ausgerechnet das Todesdatum ihrer Schwester eingeschnitten, ins eigene Fleisch geschnitten, weil sie sich selber daran erinnern wollten, dass sie es nicht vergessen. Ja, ich bin ja auch mitschuld gewesen. Das werde ich mir auch nie verzeihen. Na, fangen. An den Zeugen, Löwe. Vielen Dank, Herr Löwe. Bleibt unvereidigt. Herr Löwe, Sie können gerne gehen oder zuhören, wie Sie wollen. Ich nehme noch Platz. Bitte.
Noch Anträge? Schließe ich die Beweisaufnahme, Herr Staatsanwalt Römer. Frau Vorsitzende, ich denke, die Nebenklägerin bedarf der Therapie. Das wird im Verfahren gegen Sie sicherlich zur Sprache kommen. Das wird es geben. Das war hier eine versuchte Freiheitsberaubung, sogar in einem schweren Fall. Er wäre aufgrund Ihrer Aussage möglicherweise hier verurteilt worden, Frau Post. Der Angeklagte ist frei zu sprechen und ich hoffe, dass er bei seinem Arbeitgeber wieder unterkommt. Großes Gericht, die Familiengeschichte der Post ist sicherlich tragisch und tragisch genug. Nur was ich viel tragischer finde, dass die Hilfsbeamten des Herrn Römer Blutspuren übersehen. Da muss ein Obdachloser kommen und muss den Herrn Löwe auf die Fährte setzen. Das kann doch wohl nicht wahr sein. Und er, der über 12 Jahre bekommen hat, der ist natürlich Ihr Paradeangeklagter. Ich könnte vor Wut platzen. Er ist frei zu sprechen. Wollen Sie vorher einen Antrag stellen? Sie haben das letzte Wort. Herr Selter. Ich denke, ich habe diese Familie zerstört. Ja? Deshalb ist Laila so weit gegangen. Es tut mir leid, es tut mir wirklich leid. Im Namen des Volkes ergeht folgendes Urteil. Der Angeklagte wird freigesprochen. Die Kosten des Verfahrens und die notwendigen Auslagen des Angeklagten fallen der Staatskasse zur Last. Bitte nehmen Sie Platz, meine Damen und Herren. Herr Selter, ich habe die Anklage auch zugelassen. Ich habe der Nebenklägerin zunächst einmal geglaubt. Ich bin sehr vorsichtig bei Selbstverletzungen, weil ich kenne dieses Bild, weil man sich einritzt. Nur, das war nicht mehr eingeritzt. Das war so tief reingeschnitten, wie ich es noch nie erlebt habe, dass es jemand gemacht hat, um sich selbst zu verletzen. Und fühlen Sie sich schuldig an einer Sache, an der Sie keine Schuld haben. Es ist auch völlig normal, dass wenn man einen Termin hat, ein Date hat, dass man seine jüngere Schwester bittet, geh du doch mal dahin. Da macht man sich sein Leben lang Vorwürfe. Und dann passiert es auch noch ausgerechnet, dass der Vater dann eben, das geht nicht, sagt, es ist die falsche Tochter. Und wenn das die Basis ist, dann ist es an sich klar, dass man sich weiterhin verrennt. In der ganzen Familie. Auch der Bruder hat ja angefangen, mit irgendwelchen Flyers zu machen. Aber Sie haben einen wichtigen Satz gesagt, Herr Boss, bei allem anderen. Leider hat sie sogar noch gesagt, es hat nichts gebracht. Es hat Ihnen gar nicht geholfen, dass Sie Rache geübt haben. Und Sie haben sich dann auf Ihre Familie besonnen. Und Sie hatten ja gehofft, dass Ihre Schwester es mit dem Wegzug nach Hamburg auch schafft. Leider war das Motiv des Wegzugs ein anderes. Frau Post, ich hätte mir gewünscht, dass Sie im Laufe des Verfahrens früher dazu was gesagt hätten. Anhaltspunkte gab es genug, zumal nachdem Annabel Reinhardt da gewesen ist. Gegen dieses Urteil gibt es das Rechtsmittel der Berufung oder der Revision. Es wird natürlich verzichtet. Die Staatsanwaltschaft verzichtet auf Rechtsmittel. Damit ist das Urteil rechtskräftig. Die Verhandlung ist geschlossen. Laila Post wurde wegen falscher Verdächtigung und unartlicher Falschaussage zu einer Gesamtfreiheitsstrafe von 8 Monaten auf Bewährung verurteilt. Sie wird therapeutisch betreut.